Massenhysterie, Blitzlichtgewitter. All diese Menschen wollen zu einem echten Superstar. Jeder will ihr einmal ganz nahe kommen. Der wohl berühmtesten Frau der Kunstgeschichte. Doch wissen Sie eigentlich, wie ausgerechnet die Mona Lisa so berühmt wurde? Los geht das bewegte Leben der Mona Lisa in der Nähe von Florenz im Jahr 1503. Der Künstler Leonardo da Vinci malt das berühmteste Modell aller Zeiten auf einer Leinwand aus Pappelholz. Auffällig, Augenbrauen hat Mona Lisa nicht. Das entsprach dem damaligen Schönheitsideal. Aber wer war eigentlich Mona Lisa? Spekulationen über das Modell gibt es bis heute. Mehrere Damen des italienischen Adels kommen in Frage. Und sogar ein Mann. Denn da Vinci soll homosexuell gewesen sein und seinen Liebhaber als Frau gemalt haben. Wahrscheinlich war es jedoch die Frau eines italienischen Kaufmanns, Lisa de Giocondo. Das fertige Bild übergab da Vinci niemals dem Auftraggeber. Stattdessen verkaufte er es kurz vor seinem Tod an den französischen König, Franz I. In den folgenden 300 Jahren machte die Mona Lisa ihre Runde durch die französischen Adelskreise, Paläste und Museen. Die prominentesten Besitzer Louis XIV, der Sonnenkönig, und Kaiser Napoleon Bonaparte. Ein Ereignis im August des Jahres 1911 macht das Bild auch beim gemeinen Volk berühmt. Die Mona Lisa wird aus dem Louvre-Museum in Paris entführt. Alarmanlagen gibt es damals nicht. Der Dieb kann das 80 x 50 cm kleine Bild aus dem Museum tragen. In den folgenden Wochen trauert Frankreich. Besucher legten Kerzen und Blumen vor der leeren Wand nieder. Doch wer hatte ihre Mona Lisa gestohlen? Während die ganze Welt über den Kunstraub rätselt, wird die verschleppte Mona Lisa immer berühmter. Der Entführer meldet sich erst 2 Jahre später. 1913 fordert er 500.000 Lire. Er sei ein italienischer Patriot und habe die Mona Lisa heim nach Florenz geholt. Seine Forderung an die italienischen Kunstbehörden unterschreibt er großspurig mit Leonardo. Sie sollen das Bild gegen eine Aufwandsentschädigung zurückerhalten. Doch bei der vereinbarten Übergabe schnappt die Falle zu. Die Interessenten entpuppen sich als verdeckte Ermittler und statt des Lösegeldes gibt es Handschellen für den Entführer der Mona Lisa. Es ist Vincenzo Perugia, der 1911 als Handwerker im Louvre gearbeitet hatte. Er muss für einige Monate ins Gefängnis. Die Mona Lisa kommt zurück nach Frankreich in den Louvre. Nach über 2 Jahren geheimnisvoller Geiselhaft war sie nun berühmter als je zuvor. Doch die wachsende Berühmtheit beschert dem unbestrittenen Star der Kunstszene auch neue Feinde. 1959 überlebt die Mona Lisa 2 schwere Anschläge. Zuerst bespritzt ein Verrückter sie mit Säure. Das Bild wird beschädigt, kann aber restauriert werden. Nur wenige Wochen später folgt ein weiterer Angriff, diesmal mit einem Pflasterstein. Wieder erleidet die Mona Lisa Verletzungen, kann aber gerettet werden. Nach diesen Attentaten ist die Mona Lisa berühmter denn je. Die französische Regierung schickt sie in den folgenden Jahren auf Welttournee. Die Mona Lisa inspiriert bis heute andere Künstler. So verpasste man ihr einen Schnurrbart, schickte sie in die Mittagspause und ließ eine leere Landschaft zurück. Und Andy Warhol vervielfältigte sie nach dem Pop-Art-Motto 30 sind besser als eine.